Damit einen wunderschönen guten Abend. Natürlich nur in the Forest. Da ist wieder unser Anfangs-Lag, unser guter Freund der Anfangs-Lag. Ja, herzlich willkommen zurück in the Forest. Ich weiß gar nicht, warum es dunkel. Okay, es sind keine Feinde da. Okay. Ja, dann würde ich sagen, wir begeben uns gleich mal nach unten. Die Webcam ist installiert. Ich, ja, hab... Ja, nee, also wenn ihr Informationen zu dem Webcam-Fail haben wollt, ich hab jetzt im Dings... Ich hab mir eine zweite Webcam geholt und die war scheiße, so. Für alle, die nicht wissen, worum es geht. Ich bleib erstmal mit der Keule. So. Das ist... Der hat sich gerade irgendwie was gefragt, weiß aber nicht warum und was. So. Wir kloppen erstmal anfänglich. Oh, die Grafik ist gerade ein bisschen... Hab schon jetzt länger kein The Forest mehr gespielt, weil die Folgen müssen ja auch irgendwie aufholen wieder. Ich bin jetzt bei 24 Folgen, heute kam Folge 11 raus, habe also immer noch Vorlauf. Aber ich habe einfach so Lust auf das Spiel momentan, dass ich zwischendurch einfach mal muss. Also, und da werde ich auch, also da muss ich dann auch. Und wenn ich Lust habe, dann ist halt so. Oh, ich habe einen Stein gefangen. Toll. Gefällt mir. Ja, ich probiere gerade in allen möglichen Games Webcam aus. Oh, diese Anfangs ist immer so, grillen ätzend. Der war, glaube ich, giftig, gell? Nur den kommen essen. Ich probiere momentan in allen möglichen Games die Webcam aus. Die Webcam. Und deswegen nicht nur in The Forest, sondern auch in anderen Let's Plays. Ab und zu mal kommt darauf an, wie viel Zeit ich habe. Je nachdem, wenn ich halt mehr Zeit habe, dann auch in mehr Let's Plays. Du bist ja nicht giftig, genauso wie du. Dann kann ich dich essen. Da ist ein Häschen. Da war ein Häschen. Da ist ein Vogel. Da war ein Vogel. Da ist ein Häschen. Da war ein Häschen. Fängt gut an. ja, ich würde einfach sagen, wir machen gleich mal das Ding hier an. Weil jetzt am Anfang nicht unbedingt Lust auf Barbaren. Und dann will ich mal was im Inventar schauen. Wir haben den noch nicht. Okay. Hab gerade gesehen, es gibt in dem Spiel... Wir haben gar nichts von beiden. Es gibt in dem Spiel anscheinend... eine CD. Und ein CD-Recorder, also Kassettenrekorder. Und ich pflücke jetzt mal noch nicht alles weg hier. Und den würde ich gerne nachher... Haben wir jetzt irgendwo den Wagen hier stehen gehabt? Ich weiß es gerade gar nicht. Also ich würde jetzt gerne erstmal anfangen mit Bauen. Und zwar hier diese Plattform zu Ende. Da brauchen wir 14 Holz, haben wir noch gar nichts. Und ich würde jetzt gerne einfach mal anfangen. Ich möchte mal ganz kurz gucken... Es sieht... Hier heißt es ja 20 Federn und so. Aber soweit ich mitbekommen habe, gibt es da eventuell Bugs. Ich bin mir nicht sicher. Wir nehmen natürlich unsere Crafted Axe, weil die ist am leisesten. Und fangen einfach mal an, wieder ein paar Bäume zu fällen. Ja. Herzlich willkommen in The Forest zurück. Interessante Themen. Wie gesagt, ich habe mir eine zweite Webcam geholt. Die zweite Webcam war wesentlich teurer als meine erste Webcam, die ihr die ganze Zeit seht. Ich wollte mir noch was Besseres holen und dachte mir, oh wow, die ist ziemlich teuer. Klingt nicht schlecht mit 1200... Stand da 1280 mal 720 Pixel. Da habe ich mir gedacht, hey, das klingt doch super. Hab sie mir geholt. Ist das ein Spinnnetz? Müsst ihr auch eigentlich... Warte, ich möchte mal ganz kurz was testen mit euch. Da nehme ich euch mit auf diese Reise ins Hauptmenü. Moment, dann hole ich mir ganz kurz die Baumstämme, die hier reingerollt sind. Ich habe irgendwas gehört. Ich hoffe, es war kein Kannibale. Dann gehen wir mal ganz kurz zurück. Und dann nehme ich euch mal kurz mit in eine Reise ins Hauptmenü. Sag mal, das bin doch nicht nur ich. Bin ich so fett? Hallo? Aber in unseren Türen, das haben wir irgendwie komisch geregelt. C, speichern. Dann gehen wir mal ganz kurz ins Main-Menü. 6 Tage für den Release. 6 Tage für den Release. Ich weiß nicht, was dann verändert wird. Müssen wir mal schauen, also... Wird wahrscheinlich dann... Wenn jetzt Tag, wenn jetzt, warte mal, jetzt haben wir... Morgen kommt Folge 12 raus. Sagen wir mal 6 Tage ab dann. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18.
17? Sagen wir mal, ich bin dann bei Folge 25, 26, 26. Dann könnte ich du... Jetzt sind die Bäume alle wieder neu gewachsen. ja. Das habe ich vergessen. Ich habe gerade... Anfangsleck wieder. Ich will auf jeden Fall... Stimmt, da wollte ich noch was machen. Und zwar, bevor wir jetzt weiter an diesem an der Holzhütte bauen, wollte ich noch ganz kurz... Da machen sich unsere Fallen nämlich super. Unsere Fallen. Warte, ich baue einfach mal eine hier auf. Ich will das mal austesten. B. Traps. Nicht die Art von Traps. Ich hätte schon gern... Manu? Ah. Genau. So, dann nehmen wir uns mal ganz kurz den Upgrade Stick und dann klopfen wir hier mal auf das Zeug drauf. Dann hier noch. Die wollte ich nicht essen. Das war jetzt ein Fail von mir. Hä? Hier liegen ja meistens noch Stöcke, aber irgendwie nicht gerade. Auch egal. So. Da, ich glaube, wir mal hier wieder rein. Haben wir 18. Ich hoffe, dass wenn ich hier Blanken setze, dass unter den Blanken... Ne, ich glaube, unter den Blanken wächst trotzdem das Zeug nach, weil die Stöcker wachsen ja auch unter den Blanken nach. Warum sollte der Rest dann also nicht nachwachsen? Ist das ein Lego? Glück gehabt, du kleiner Lorch, du. So. Ich will nämlich ein paar mehr Hasenfallen bauen, einfach mal, um dieses Hasenfangen mal zu testen, wie weit man da gehen kann. Fehlen noch drei. Wenn ich den Stick in der Hand habe, frage ich mich immer, hä, wieso habe ich den Stick in der Hand? Aber es funktioniert nichts. Ich habe doch gerade irgendwas gehört. Ich weiß es nicht. So. Schauen wir mal, ob da eventuell jetzt auch was gefangen genommen wird. Da mal ein Häschen. Können wir nur gerade nicht nehmen. Jetzt können wir nehmen. So, Häschen in der Grube kommt dann hier drüben rein. Da haben wir jetzt 2, 2, 2. Und wir können dann halt beobachten, ob die sich fortpflanzen. Momentan tut sich da ja nicht viel. Stopp, Fehler. So, so. So. Wie am Anfang jeder Aufnahme machen wir uns erstmal 5 Federn. Das klingt super. So. 1, 2, 3, 4, 5. Und da haben wir wieder noch eine schnellere Axt. Super geil. Was haben wir hier? Wenn wir jetzt die Sträucher wegmachen. So. Und jetzt legen wir los mit Bäume fällen. Ich will mal was testen. Irgendwie lädt die nicht. Vertreibt sie das? Mich wundert gerade, dass die nicht lädt. Boah, ey, ich hatte gerade bei dem Kopf gedacht, dass da hier, dass das hier ein Einwohner ist. Wie viele sind das? Hier sind doch noch welche, oder? Sind das nur die zwei? Ich habe fast das Gefühl, da ist noch irgendwo einer. Der andere ist da.
So. Da legt man den Einmastbau auseinander. Wo ist denn der andere hin? Ich weiß nicht, keine Ahnung. Wir werden es hören, wenn er wiederkommt. So, was haben wir denn hier? Jetzt haben wir hier die Schwarzen. Na, haben wir natürlich großes Missgeschick gezogen, dass wir überhaupt keine Weißen haben. Blauen haben. Ist aber jetzt auch nicht so wild. Ich mache mal ganz kurz eine neue Lore. Machen wir hier noch ganz kurz. So, lalala. Haben wir noch zwei in Reserve. Sollte erstmal hoffentlich ausreichen. Und dann... Nein, das ist ein giftiger. Scheiße. Giftig, Stein, so, Stock. Jetzt ist die Frage, wo fälle ich jetzt weiter? Ich glaube, ich will den... Bin mir nicht sicher. Will ich den da noch... Als Außenstützpunkt? Der ist halt echt... Das ist einer von diesen hässlichen Bäumen, die dann... sich auch verändern werden. Ich kann es nicht genau sagen. Ich werde auf jeden Fall hier, glaube ich, weiterholzen. Das ist, glaube ich, die intelligenteste Stelle. Und... Dann nehme ich mir jetzt einfach mal die Groot-Axt und dann fangen wir an. So. Wir brauchen auf jeden Fall jetzt noch 10 Holz. Ich hoffe, wir werden so schnell nicht wieder belästigt. Und dann gucken wir mal. In 6 Tagen der Release. Muss ich mal gucken, wie ich das mache. So. Das war jetzt natürlich ein schöner. Ich habe nicht geschaut, was ich wegholze und habe natürlich einen der schönen Bäume weggeholzt. Ist natürlich unpraktisch. Ich guck mal, ob ich gerade... Moment. Hä? Custom Building. Achso. Na komm, funktioniere. Hä? Wo ist es denn? Dann baue ich mir erstmal die Plattform hier fertig. Jetzt habe ich wieder diese komische Axt. Ich weiß nicht, warum der ständig wechselt. Ich habe keine Ahnung, warum der nicht einfach die Axt lassen kann, die man anwählt. Aber denkt sich bestimmt so, nö, die finde ich schöner. Scheiß Büsche überall. Müssen doch 5 gewesen sein, oder? Wo stand der Baum? Da? Ach ja. Gut, da haben wir schon mal 5. Wir könnten rein theoretisch C, B. Wir könnten rein theoretisch, da wir den sowieso jede Runde neu machen. Hallo? Wieso habe ich jetzt einen Stein ausgewählt? Kann mir einer mal erklären, warum ich jetzt den Stein ausgewählt habe? So, Stock. Und das war's an sich. So, dann gucken wir mal hier. Irgendwie ist heute der Wurm drin, habe ich so ein bisschen das Gefühl. 3 Stöcker fehlen noch. Na komm. Und du da noch. Super, da haben wir das auch voll. Ach, man kann das auch machen, wenn man den Wagen hält. Das ist ja interessant, das wusste ich nicht. Lass los. Okay. Gut, dann wollen wir mal erstmal hier dieses Zeug wieder mitnehmen. Und dann legen wir los und holzen den nächsten Baum ab. Denn wir brauchen Holz. Wir brauchen also da drüben jetzt noch 10 Holz. Wir brauchen hier jetzt noch... Alter. Was ist heute los? Eingeborene Bugs. Irgendwie... falsche Bäume abgeholzt. Vögel an der Hinterseite des Baums. Ich
Fehlt am besten jetzt noch, dass hier so ein Supervieh daherkommt. Nein, das habe ich nicht gesagt. Das wird auch nicht passieren. Meine Webcam hat, glaube ich, einen kleinen Defekt. Ich guck mal ganz kurz, der Moment. Da leuchtet nämlich nur eine Seite mich gerade an. Ich hoffe, ich bin jetzt nicht zu dunkel. Irgendwie sind nur 3 der 6 LED-Leuchten an. Die eine flackert so komisch. Also wenn ich heute so ein bisschen flackern sollte im Gesicht, die eine LED-Leuchte denkt sich gerade... YOLO, swag, swag, Digga! Kann ich nichts dafür. So, C. Dann... Hallo? C. Was ist denn heute... Ich bin heute irgendwie... Kleinen Moment, ich bin mal gleich wieder da. Nee, bin ich nicht. Ich mach weiter. Ist ein bisschen blöd, das Abbrechen mit der Aufnahme. Wegen der Webcam. Ich habe jetzt überlegt, ob ich vielleicht im Hintergrund einfach mal kurz ein paar Programme schließe. Ich habe nämlich das Gefühl, dass es vielleicht ein bisschen... Hallo? Hallo? Benutze Baumstamm mit Wagen. Guter Spieler. Also gute Spielfigur. So, wir sind ein bisschen erschöpft. Dann haue ich mir mal ganz kurz ein Energy rein. Energy wäre jetzt eine Maßnahme, muss ich sagen. Ich habe sogar 2 im Rucksack. Ich habe heute... war heute wieder in der Stadt. Also hier ist es ein bisschen was anderes. Wenn ich sage, ich war in der Stadt, dann heißt das, dass ich 30 Kilometer entfernt in der nächsten Stadt war, weil hier gibt es ja soweit nichts Größeres, was Einkaufsmöglichkeiten betrifft. Und da habe ich mir... Achso, da brauchte 2 Schläge. Okay, dann habe ich mir einfach mal wieder ein bisschen was gegönnt. Leider gab es jetzt die üblichen Energy-Sorten, die ich trinke nicht. Das heißt leider, das gab es ja leider nicht und da habe ich mir dann halt gedacht, gut, okay. Wenn du es, dann nimmst du gleich mal und guckst mal, was du vielleicht dir gönnen kannst. Und da waren da so ein paar, die ich nicht kannte und habe ich mir einfach mitgenommen und dachte mir so, YOLO, swag, swag, Digga. Ich habe irgendwie ständig das Gefühl, dass ich verfolgt werde, ich weiß auch nicht warum. Ich dachte mir, es ist bei mir irgendwie so ein Ritual geworden, dass ich, wenn ich mir eine Folge von Dr. Gregor anschaue, so eine The Forest-Folge, dass ich danach dann selber aufnehme, ist irgendwie so ein Ritual geworden, weil ich dann immer so voll in Stimmung komme. Immer eine Folge und dann nehme ich selber 2, 3 Folgen auf. Weiß auch nicht warum. Ist eine coole, finde ich ganz geil so. So kann man das Schauen mit dem selber Spielen kombinieren und das... Ich habe, glaube ich, was gehört. Und das Schöne ist ja... dass man dabei... So, jetzt will ich mal ganz kurz gucken, ob ich was zu essen habe. Habe ich natürlich nicht. Das Schöne ist ja, dass man dabei... super. Wenn du das Let's Play siehst und derjenige im Let's Play, in dem Fall dann der Dr. Gregor, entdeckst was Neues, was du selber nicht weißt, und denkst du dir so, hey, cool. Probier ich auch mal aus. So. Da hinten liegt der letzte. Ich muss aber gestehen, ich habe doch ein bisschen Sorgen, wenn ich hier jedes Mal ins Unterholz reinrenne. Dass mich hier vielleicht mal was überrascht, was ich nicht so mag. Gerade wenn ich Baumstamm auf der Schulter habe, ist die Reaktionszeit dann noch manchmal ein bisschen eingeschränkt. Und da ich eh nicht 10 auf einmal tragen kann, selbst mit Wagen nicht, laufe ich jetzt mit den 3 erstmal los. Ach, da habe ich auch noch eine Hasenfalle, gell, bei dem Stick. Achso. Hä? Achso. So, 7 fehlen noch. Bei dem Stick ist auch noch eine Hasenfalle. Die ist auch zugeschnappt, aber da ist nichts drin.
Und dann will ich gleich mal, komm, wenn wir mal einmal dabei sind, hier ein paar von den Pfeilen aufzubauen. Dann würde ich sagen, bauen wir einfach gleich noch eine. Wir sind gerade noch ein paar. So, von den Späßen hier. So, da kann man mal ein paar mitnehmen. Und der Rest sammelt sich eh im Laufe des Spiels. Ah, deswegen waren die wahrscheinlich auch hier. Da war wieder Frischfleisch. Also ich glaube zu wissen, zu denken, dass diese bald komplette Menschen hier liegen, das essen die ja, die essen die ja. Aber sobald die zerhäckselt sind, dass das nicht mehr funktioniert. Bin mir aber nicht sicher. Ich hoff's. Vor allen Dingen, es sammelt sich so nebenbei. Jetzt gehe ich hier rein und sammle prinzipiell nur Stöcker, damit ich die Falle fertig kriege. Es sammelt sich so nebenbei. Ja, ja, das ist typisch ich. So, fehlen noch 5. Ich möchte trotzdem nicht zu weit ins Unterholz, muss ich gestehen. Bin ich immer noch kein Freund von, aber ist ja auch berechtigt. Man muss sagen, ich meine, klar, man kriegt manchmal, ich weiß nicht, ob man, sagen wir mal, wenn man jetzt, sagen wir mal, länger in der Wildnis ist und es geht einem ganz gut und man schafft alle Kämpfe, ich weiß nicht, ob hier bewegt sich irgendwas, was nicht ich bin. Ich stand gerade still und es kam Laubgeräusche. Das bin definitiv nicht ich gewesen. Aber wo? Ich bin hier echt. Ich meine, wenn man in der Wildnis ist, ne? Sagen wir mal, jetzt bist du in der Wildnis, bla bla. Denkst du dir auch nicht irgendwann, ja, jetzt brauche ich keine Angst mehr haben, nur weil du irgendwie, sagen wir mal, eine Pistole hast oder so. Denkst dir trotzdem jedes Mal, wenn du, stell dir mal vor, du wohnst auf so einer Insel, ne? Da muss man sich natürlich reinversetzen erstmal. Du würdest doch niemals aus dem Haus gehen, auf einer Insel, auf der du seit Ewigkeiten überlegt hast, weil du vorsichtig bist, und du denkst, YOLO! Das macht keiner. Deswegen finde ich es auch ganz okay, dass ich wirklich, ich muss sagen, sobald der Wald den Schatten wirft, bin ich echt ein bisschen zimperlich. Und, finde ich geil, irgendwie passt dazu. Jetzt muss ich erstmal ganz kurz Traps. Hallo? So. So, dann nehme ich mir den hier. Den Ankerpunkt hier, genau. Hä? Linke Maustaste. Jetzt. So, dann renne ich mal hier rüber. Jetzt muss ich mal schauen. Der hat trotzdem noch 2 Ankerpunkte, gell? Genau. Nee, ich will nicht den Ankerpunkt. Ich will. Ah, das ist kein Anker. Ach, das geht. Was? Ach, ey, rechts das in die Tonne werfen. Gut. Soll ich dazu was sagen? Nee, glaube ich nicht. Ja, einmal durch die Behausung bitte durch, ergibt auch Sinn. Ich gehe mal ganz kurz pofen. So, da hole ich mir vorher noch das hier. Guck ich mal, ich glaube, die sind giftig, gell? Nicht? Na dann. Ich komme mit dem Farben immer noch ein bisschen durcheinander, muss ich gestehen. Finde ich aber jetzt nicht so schlimm, kann passieren. Okay. So, Moment, dann gehen wir hier runter. Machen die typische C- und Z-Speicherung. Also beides doppelt durch. Und wenn wir Glück haben, genau, wenn wir Glück haben, wachen wir früh wieder auf. Die hier entfernen. Warum ich die übrigens immer kaputt schlage, ist der ganz einfache Grund, dass ich in der Hektik manchmal einfach zu lange. Und da ich keine Lust habe, jedes Mal eine Vergiftung davon zu tragen, schlage ich einfach zu und mache sie kaputt. Jetzt haben wir natürlich Stein gefangen, super. Jetzt haben wir natürlich 5 Hasenfallen. Das heißt, da müssen wir uns noch ein bisschen drum kümmern.
Aber wie schon gerade eben gesagt, wenn du in der Wildnis bist, mein Lieber, dann ist dir, dann ist eigentlich der ganze Tag besteht normalerweise dann aus solchen Aktionen wie Hasenfallen säubern und dir neue Rohstoffe holen oder so. Irgendwann lebst du freilich, irgendwann denkst du dir, okay, jetzt hast du genug, aber dann fallen trotzdem noch irgendwelche Dinge, gehen kaputt oder du brauchst mal das und das oder du willst ja vielleicht doch mal was erkunden, um zu gucken, ob du dich vielleicht noch besser verbessern kannst. Das hast du ja immer, das wird ja auch nicht weniger. Jetzt muss ich mal ganz kurz gucken, wenn. Da ist dann der Baum. Das sind ganz schön weite Entfernungen, ne? Ich glaube, das hier ist fast ein bisschen. Ich muss, glaube ich, ein bisschen darauf achten, dass ich die Abstände nicht zu groß mache. Deswegen werde ich mir mal ganz kurz mir ein paar platzieren. So, dann machen wir mich hier einen dran. Genau. Dann kommt von dem. Kommt dann. Das wäre natürlich cool, wenn es an den geben würde, aber ich glaube, das ist ein nicht bebaubarer Baum. Könnte das so ein Ritualbaum sein? Dass hier so deswegen so viele sind? Kann ich mir natürlich auch gut vorstellen. Aber nicht beweisen. Dann will ich mal schauen. Nein. Ich habe mir gerade überlegt, wie wäre es denn, wenn ich den Ritualbaum fälle? Dann ist mir mal gerade aufgefallen, wenn ich den Ritualbaum fälle. Garantiert mir keiner, dass da nicht irgendwas um die Ecke kommt, was ich vielleicht nicht will. Muss ja. Also, es kann ja sein, dass es eingebaut ist, wenn man solche Bäume fällt, dass dann Leute um die Ecke kommen, mit denen man nichts zu tun haben möchte. Sagen wir es mal so. Kann mir also nämlich gut als kleines Gimmick vorstellen. Es gibt ja so vier, fünf solche Bäume. Wenn du so einen Baum fällst, dass der mit den sechs Beinen um die Ecke kommt. Und da hätte ich wirklich, also, die können Wälle zerstören, die können alles zerstören. Möchte ich nichts mit zu tun haben. So. Dann fällen wir erstmal ein paar von den kleinen Bäumen. Damit auch die langsamer verschwinden hier. Und wir ein bisschen mehr Übersicht bekommen. Ja, vor allem sehr schön eigentlich. Hat gerade ein Vogel gefällt, gell? Fällt mir auf. Ne, habe ich schon verwendet. Ich würde gern. Lalala, Moment. Gerade hier am Rand würde ich gerne über. Was? Gerade hier am Rand würde ich gerne Übersicht bekommen. Wäre natürlich toll, wenn ich immer alles respawnen würde, was man kaputt schlägt, aber da kann ich jetzt auch nichts machen. Passiert nun mal nach der Zeit. Das passiert nur leider sehr viel zu schnell. Wow. Das dachte ich gerade. Wenn der so komisch zuschlägt, damit habe ich immer sonst was für Vorstellungen. Oh, sonst was für Vorstellungen. So. Da war ein Frosch. Frösche kann man anscheinend noch nicht benutzen. Ich sehe auch nie einen. Also ich hör die zwar, aber ich sehe nie einen. Bin mir noch unsicher, was damit auf sich hat. Falls jetzt gerade die Glocken im Hintergrund zu hören sein sollten, dann ist die Kirche, die ist genau gegenüber der Arbeit. Kann passieren, dass man die hört. Bitte ich zu entschuldigen. Die können da nichts für. Ich hatte dir noch nicht gesagt, dass die Glocke bitte ausstellen sollen, während ich glaube. Ist ja auch geil. Gehst du in die Kirche? Ja, also ich habe ja jetzt kein Problem mit ihrer Arbeit hier, aber sie sollten das mit der Kirche sich dann nochmal überlegen, ne? Ich habe hier dringende Dinge zu tun. Ich überlege gerade. Ich glaube, den lasse ich stehen, also hier ist ein Außenposten. Und den rupsch weg. Das muss man sich echt genau überlegen, wenn man jetzt. Ich habe jetzt natürlich nicht damit gerechnet, dass die Brücke so einen Hänger nach unten macht, dann durch die Wall durchgeht. Deswegen müssen wir jetzt ein bisschen gucken, wie wir es machen. Dass wir da genug Bäume stehen lassen, dass wir solche Dinger machen können. Wird natürlich eine massive Holzverschwendung. Andererseits, die Brücke an sich ist ja auch nicht viel billiger als von daher.
Was ist das denn für ein Geräusch? So. Ne. Oh, das habe ich aber gerade noch so ausgewichen. So. Apropos, könnte doch mal... Oh, kleinen Moment. Wir könnten doch mal... Jetzt wollte ich gerade... Wie ging das?